Gut, dann würde ich mal sagen, sind wir bereit? Na komm. Auf geht's. War doch kein Müll. Okay. Okay. Streichhölzer. Doch? Doch, nee, ist doch glurig. Ja, doch, ist doch ein Wimmelbild. Wir haben ja keine Sachen mehr hier. Okay, also wir müssen jetzt... Sammel mal erstmal bloß ein, wenn du schon unten irgendwie siehst, was wir davon sammeln können. Und was wir davon irgendwie eventuell kombinieren können, dann sag mal Bescheid. Der Kopf braucht einen Körper. Ja, da hast du einen Körper. Hammer Grave. Wir nehmen schon mal einen Homme. Wir nehmen einen Homme. Du bist bestimmt... Jetzt hier für Stressmucke, hör mal. So, vielleicht können wir damit die Kerzen anmachen. Ich sagte, vielleicht können wir damit die Kerzen anmachen. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Anscheinend so. Können wir sie einfach bloß einsacken. Oh, hier oben. Warte mal. Na, dann machen wir was anders. Die stellen wir da rein und jetzt versuchen wir sie anzuzünden. In so ein Gini. Da hast du super gemacht. Super. Finde ich auch. Also, sowas von geil, oder? So, was können wir noch nehmen? Hast du die Streichhölzer eigentlich noch? Sind jetzt gone. Also innerhalb dieser Wimmelbilder, glaube ich, kann man immer auch bloß eine Sache irgendwie benutzen und dann ist sie halt weg. Ja, ich hatte jetzt gefragt, ob du dann eben halt hier die Fackel noch anmachen kannst, die rechts ist. Oh, deswegen das dachte ich, wäre eine schöne Idee gewesen, Benni, ja? Hast du recht. Lampenblech. Ah, okay. Ja. Fehlt dir noch eins? Wenn hier und was jetzt. Ja, mit dem Hammer, glaube ich, kannst du die Dinger da einschlagen. Also das, was er jetzt markiert, quasi. Pock. Oh, okay. Ah. Dann haben wir so ein Ponorek hier. Oh, warte mal, hier ist noch was. Ja, ja, du hast dann die drei Dinger da auf der Rechnung. Und die müsst du wahrscheinlich wieder sammeln und in die Säule einsetzen. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee, Benni. Obwohl, wenn ich mir die so angucke, würde ich die behalten. Scheint sehr wertvoll zu sein. Der reine Raffgier ist schon wieder in dir erwacht. Ja, klar. Na, sag mal, was ist los hier? Ja, okay, da... Naja, wenigstens muss man nicht groß rumprobieren irgendwie. Dir sagt das Spiel sehr deutlich, wo die Dinger hinkommen und wo nicht. So, was haben wir hier? Eine Brille und ein Pinsel. Dies könnte nützlich sein. Dieser Schnickschnack, Alter, nur für einen Pinsel, ey. Das darf nicht wahr sein. Ah, so. Ja, was war jetzt nochmal Eingestaub? Irgendwas war Eingestaub, was du wegwischen solltest. Wir gucken mal. So, nochmal. Hier waren die Ritter. Es gibt im Moment nichts zu tun. Großvaterschlüssel. Vielleicht hier irgendwie was mit Großvaterschlüssel? Na, das war jetzt... Ah, hier. Na, nee. Ich glaube nicht, ne? Das wird nix. Nee. Was können wir hier noch tun? Oh, Himmel. Ich wollte aber ganz dolle sicher gehen, dass das nie geklaut wird. Tja, Pech. Einfach mal Pech haben. So, okay. Das hätten wir. Ja, hier wird es immer noch angezeigt. Ich bin gespannt, was wir da scheinbar übersehen haben. Und hier ist anscheinend nochmal ein Wimmelbild jetzt für uns. Oder haben wir das noch nicht beendet? Da ist noch ein Messer. Nee, jetzt ist dann ein Messer. Ah, okay. Und das Messer benutzen wir eventuell hier mit dem Sack oder was? Nö. Was ist denn jetzt? Ach, kannst du mit dem Messer die Diamanten wieder rausnehmen? Nee, kann. Aha, okay. Warum? Okay, ja. Steht das? Okay, was ist jetzt passiert? Wir haben... Die Diamanten sind alle erleuchtet. Oh, hier ist noch ein Buch. Ah, okay. Na klar. Also... Leute. Aha. Ich hab jetzt aber auch keinen Hammer mehr, ne? Nee, aber du hast jetzt ein Messer. Und mit dem Messer kannst du bestimmt irgendwie... Hast du den ganzen... Nein, Alter, das Ding aufgeschnitten, anstatt nur das Fell aufzuschneiden. Nein, den gleichen kompletten Korpus weggerissen hier mit dem Messer. Was für ein Quatsch. So, wir haben einen Schlüssel und wir haben eine Truhe. Genau. Und noch mehr. Tant. Edelsteine. Okay. Aethelstins. So. Aber das war noch nicht alles, oder? Nee, das war nicht alles. Nee, warte mal, hier oben ist noch...
Hier war einmal etwas eingesetzt. Dann probieren wir nochmal hier die Edelsteine einzusetzen. Und wir haben eine Schallplatte gefunden. Ach, Kinder, nee. Rauf auf den, aufs Grammophon, das geht natürlich in Arsch. Dafür bekommen wir Zahnräder. Ja, also dieser Tanz einfach nur, jetzt, dieser jetzt so scheiß, nur für Zahnräder. Da fällt man vom Glauben ab. Okay. Oh, also wir können wirklich an vielen Orten was machen. Ich probiere mal kurz hier. Oh, hier ist noch der Magnet. Aber den können wir nicht nehmen, ne? Dafür brauchen wir erst die Nadel. Kannst du die mit dem Kreuz rausholen? Nee, ne? Danke. No. So, vielleicht war es aber nicht hier, sondern. Hier ist ja das Buch rausgeploppt, ne? Zahnräder. So, da fehlt Wasser, Alter. Ja, manchmal tendiert man einfach so zum sinnlosen Kombinieren, wo man eigentlich schon von vornherein weiß, nee, nein, das kann nicht gehen. Aber na, man will es wenigstens probiert haben, weißt du? Ja, ja. Haben wir denn nicht genau da, wo du jetzt gerade bist, bei den Maschinen? Haben wir da nicht noch was? Guck mal da, da ist ein Schlüssel. Ah! Großvater! David, unser Großvater, mein Großvater und ich verstanden uns sehr gut. Er war, beziehungsweise versuchte er, auf einfachen Fuße zu leben. Von ihm habe ich auch den Drang, Dinge zu reparieren, geerbt, anstelle einfach davon zu laufen. Als meine Mutter starb, verdächtigte er jeden, ganz besonders jeden der Laudius-Familie. Er hat mir seine Hintergründe nie verraten, aber ich nahm an, dass er jemanden brauchte, dem er die Schuld zuschieben konnte. Ja, Hobby. So, hier noch ein bisschen... Glas! Johnny Walker? Ja. Black so. Label? Black Label. So, jetzt bräuchten wir ja bloß noch, quasi, ne, eine Nadel. Und Wasser. Und Wasser, richtig. So, hier machen wir eine Kitchen, dann hätten wir glaube ich schon mal Wasser. Das stimmt. Jetzt haben wir wieder weiter. Könnten wir als Nadel eigentlich das Kreuz nehmen? Glaube nicht, oder? Meinst du? Okay. Bisschen heftig. So, was haben wir denn hier eigentlich noch nicht gemacht? Strom. Oh, das stimmt. Wir reparieren, die Räder sind kaputt. Ja, na dann. Sind ja. Hier fehlt nochmal die Sicherung. Ah, die Sicherung. Hier, komm, dafür können wir mal hier. ja, ist ja schön und gut. Aber hier, was sollen wir jetzt hier machen? Ah, so, wir können es nicht mal reparieren. Warum können wir es denn anklicken? Ah, ich hab Durst. Ich muss einen Schluck Wasser trinken. Strom. Ne, wir brauchen halt Strom. Ström. Ja, aber wo kriegen wir die Sicherung her? Well, good question, next question. So, dann gehen wir mal wieder in die Katakombe. So, was können wir denn hier machen jetzt? Es gibt im Moment hier nichts zu tun. Oder soll ich dir das Kreuz heben? Oh ja, er will das Kreuz, er will ja nicht das Zepter. Okay. Jetzt brauchst du das Buch wahrscheinlich. Jetzt brauche ich ein Wörterbuch. Fantastisch. So, und jetzt haben wir hoch die Combination. Für? Das hoffentlich. Nee, doch nicht. Ja, wofür haben wir das jetzt? Was hat denn das jetzt gebracht gerade? Die Nummer. Kannst du da nochmal. Oh nee, kannst du nicht. Kannst du gar nicht darauf klicken? Ja, was ist das jetzt für ein Quatsch? Was ist denn das jetzt für ein Quatsch, bitte? Hier. Es muss hier sein. Ah, nee. Kann es auch nicht sein. Ah, doch, hier. Hör mal, hör mal. Guck mal. Ah. Ach, ei. Ach. Okay. Ach, ei. Okay. Ach, ei. Moment mal. Moment mal.
Mal gucken. Ja doch, war doch richtig. Fenster? Wenn du jetzt das nach links packst, das nach oben, den nach rechts, den nach unten, den nach oben packst, kommst du durch. Juhu! So. Bourbon. Ah! Okay, wir haben die Dame gefunden. Die Dame, die Dame. The Dame. A Dame to Kill. So. Okay, das... Wo soll die rein? Das ist der König. Dann würde ich sagen... Nimm mal Dame. Okay. Haben wir denn noch hier irgendwas vernehmen können? Oh, scheiße. No. So, wir haben jetzt die einzigen beiden Räume, wo wir jetzt nicht wirklich wissen. Genau. Können wir mal ausfliegen hier oder was? Oder mit der Bürste. Sicherung finden, herstellen, irgendwas? Was sagt denn unsere. Wir haben ja hier so einen Hilfe-Joker, oder? Die Pippi hier oder was? Ja. Ja. Die würde uns verraten, was. Die würde dann irgendwie mit so einem Glitter würde die dahin düsen und sagen, hier musst du abmachen. Okay. Tja, also. Ist irgendwas bei den Fliesen oder was? Nee. Können wir bloß gerade aussehen? Also letztendlich muss es wahrscheinlich irgendwie hier sein. Wir können jetzt sagen, hier, stell mal Wasser hin. Nee, hier, stell mal Wasser hin. Alter. So. Kannst du die Korken schon reinpacken irgendwie? Kannst du die beiden Sachen kombinieren? Nee. Kann ich das jetzt hier nicht einfach hinstellen? Doch, kann er. Sehr schön. Das hat er. Richtig, doch ist mir. Das ist ja Blödsinn. So. Vielleicht ging es auch einfach nur ums Hinstellen. Ja, es ging nur ums Hinstellen. Und jetzt. Okay. So, wir haben jetzt noch einen Dolch. Kercher hier, so ein Besen und eine See. Teilsee. Ja, was sollen wir machen, bitte? Jetzt hoch, aber das ist ja ein eigenständiges Ding hier irgendwie. Das ist ja ein eigenständiges Bild. Mhm. Sollen wir dann irgendwas an der Wand machen hier rechts? An dem Häusle? An dem Häus. Da können wir runter schauen. Oh, warte mal hier. Aha! So, was haben wir denn da? Was ist denn das? Ein Türknauf. Schrankgriff. Ah! Schrankgriff. Ja, dieser Sternenschrankgriff hier, ne? Aha! Und wir finden. Eine Sicherung. Ah! Sicherung. Die? Da. Können wir die Strom machen? Machen wir Strom, ne? Guckst du so. Und machst du. Nothing happens. Okay. Schauen wir mal hier oben. Aha. Und kritze, kritze, krakel. Diese vier seltsamen Figuren waren auf der Lampe eingraviert. Jede ist einzigartig. Jedoch haben sie etwas gemeinsam. Alle machen Yoga oder was da drauf oder wie. Mit. Ist ja der jetzt ohne Licht, hätte er das vorher nicht sehen können? Ja, scheinbar nicht. Okay. Links ist noch ein Wimmelbild, Junge. Der oh, hier Himmel! Hier. Jetzt können wir wieder rein, Junge. Schön. So, was haben wir denn? Wir haben. Ich sehe da oben schon diese Zahlendinger da. Das habe ich auch nie hinbekommen. Dieses Hin- und Her-Schieber? Ja. Ich hab's früher mal so als Spiel, als Handspiel, also ja. Richtig so ein analog. Es gab sowas auch in bildermäßigen Rätseln, das habe ich auch nie, also echt? Schon. Ich fand's heute mal schön. Ja. Oh, hier, schau mal. Nehmen wir ausbuddeln? Ja, soll mal. Und was haben wir da? Klar, Nummer 4. Ist Nummer 4 verbuddelt. Hier haben wir die Nummer 2. Okay. Okay, cool. Eine Matroschka ist da noch was drin.
Es geht nicht auf. Ich weiß aber, dass sich darin etwas befindet. Nur dann sägt das Ding kaputt. Ja! Schön, ja, darin hat sich was befunden. Das ist jetzt geteilt. So, das wird noch nicht reichen. Achso. Nee, doch, dann reicht das doch wirklich schon. So, sechs. Ach, hey. Mhm. Ich komme meine große Fresse, wisst ihr? Ich hab das, ich fand das super. Na dann. Ah, guck mal. Naja, du, nee. Das ist wie, als wenn du bei so einem magischen Würfel eh eine Seite hast. Das ist noch nichts, Benni, du. Das ist noch nichts, du. Machst du aber, dafür machst du das aber gut. Ja, das wissen wir nicht. So, jetzt hab ich's. Bäm! Verstehst du? Bitches! Er hat's noch drauf! 2 Jahre später. So, alles klar. Die Uhr. Wir haben. Nein, der Kompass! Echt jetzt? Er nimmt die. Alter! Er nimmt die Kompassnadel aus dem Kompass raus. Um einen Kompass zu bauen. Wie hohl ist das? Oh, schön. Da fällt mir nichts mehr zu ein. So, dann erstmal magnetisieren. Ha. Und nun? Truth on the ground. So, jetzt haben wir... So, was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir einen Kompass. Ja, selbst hier was ein Kompass. Ist natürlich viel, viel besser als so ein richtiger Kompass. Ja? Also wirklich...